Wow, Sword of Justice. Yes, yes, Kodo. Ja, wie geil, wie geil. Die beste Antwort auf so ein. Richtig geil. Aber jetzt geht's um einen neuen Rekord. 12-1 gegen den Schaman. Geile Sache. Also ich habe mit Sicherheit, ich weiß nicht, wie viele Arena-Matches schon gespielt, 300. Das ist 200 sein, ich kann es nicht genau sagen. Damals war es aber auch noch so, da gab es noch den alten, neuen Win Dream. Also Dream, man spricht von Dream, wenn man halt 12 oder 9 Wins hat. Und damals hatte man ja noch 9 Wins. Die hätte ich auch einige Male bekommen. 12 war natürlich dann eine Herausforderung, aber auch schon einige Male, aber noch nie mit dem Warlock. Das kommt auch noch dazu. Oh shit. Und dann geht's hier gleich so munter los. Geolino. Versau mir mein Spiel nicht, bitte. Er geht voll ins Gesicht. Kann er sich momentan noch leisten, ganz klar. Frage ist nur, wie lange noch? Sache ist folgende, er wird sich wahrscheinlich nächste Runde daran enragen. Könnte ich zur Not immer noch den spielen. Hätte ich in der nächsten Runde noch 2 Mana mit dem. Wenn er den zur Ruhe geholt, ist es nicht so schlimm. Dieser hier ist schlimm. Auf jeden Fall ein starker Start von ihm hier. Ja, das war... Wow. Noch... Ach, krass. Krass. Bitte kein Spott. Das ist sehr krass, was er hier zusammen spielt. Könnte den kopieren. Die Sache ist halt. Also der muss runter. Den könnte ich mit Drain Life, dann könnte ich nur. Ja, dann spiele ich den noch aus. Das ist okay. Trotzdem krasser Start hier. Ich habe meinen Faceless Manipulator. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommen noch krassere Gegner von ihm. Kodo könnte man jetzt spielen und beiden ins Gesicht gehen. Oder ich spiele den Silver Hand Knight. Tausch so ab. Das gefällt mir fast besser. Kodo. Der Silver Hand Knight macht halt mehr Druck. Oh, warte mal. Ich muss jetzt echt ganz genau spielen. Ah, krass stark. Kann ich mir aber kopieren. Ich glaube, ich kopiere mir den.
oder ich spiele den Assassin. So many Assassin. Kopiere mir den dann. Das ist eigentlich relativ egal. Aber der ist aber ein bisschen stärker. Ja, komm. Ja. Ja, oh Mann, war klar, ey. Was ist das? Ja, das Schwein ist gut für das Schild. Frage ist, fange ich hier nochmal großzügig an zu tappen? Nee. Ich habe gleich noch zwei Superkarten. Superkarten, die ich ausspielen kann auch. Ja. The Frost Wolves stand ready. Kodo? Bitte Taunter. Bitte Taunter, Kodo. Mann! Warum? Kack, Kodo. Fuck. Es wird nichts mehr. Nein, 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 das wird nichts mehr. Nein, nein, nein. Mann, das gibt's doch nicht. Wow, fetter Sunwalker. Okay. Ne. Schade, sehr schade. Ja, ich kann mich... Es klappt nicht. Muss mindestens zwei da reinhauen. Also sagen wir mal den und den oder was weiß ich. Ist egal. Schade. Der olle Kodo. Ja, er hat einen super Start gehabt, wirklich. Und hat es dann natürlich eiskalt durchgezogen mit zwei Blitzschlägen. Mit einem Warlord, mit einem Feuerelementar. Klar, alles starke Diener. Ah, komm. Schade, dass ich das nicht geschafft habe an der Stelle, aber... Man sollte lieber mit dem Elf... den elf Siegen, die man sich geholt hat, mehr zufrieden sein. Das bin ich auch, bin super zufrieden. Aber trotzdem, 11 Siege habe ich noch, glaube ich, noch nie gemacht. Wenn, dann habe ich direkt die 12 gemacht oder bin bei 10 rausgegangen. Und die hole ich mir jetzt auch, die 12 Wins. Die will ich jetzt haben. Gucken, was kommt. Paladin, okay. I will fight with honor. Your soul shall be mine. Schön. Paladin muss man sofort, oder was mir da sofort in den Kopf schießt, ist natürlich Weihe, True Silver Champion. Das sind so die harten. Ich werde direkt coin. Ja, vielleicht hätte ich auch den coinen sollen. Erstmal.
Ich werde sofort Druck machen jetzt. Mit den Karten kann ich mir das erlauben. Reporting for duty. Trotzdem die Bordkontrolle halten. Ihn gar nicht, ja, dazu kommen lassen, überhaupt sich irgendwas aufzubauen. Reporting for duty. Selbst so eine olle Karte will ich ihm nicht geben. Will ich einfach nicht, mache ich nicht. Wenn ich knallhart, die gebe ich ihm nicht. Ich tausche die Karte gleich irgendwo ab. Da ist der Truth Silver. Gerade davon gesprochen. Könnte meinen eigenen jetzt silenzen. Aber. Vielleicht gleich. Oh! Drei. Na, jetzt habe ich schon 6 Schaden verpasst. Mit jetzt nochmal Angriff sind es sogar 9. Ich habe langsam die Schnauze voll. Ich will ihm auf keinen Fall eine Karte geben. Und die Frage ist, haut man dafür einen Spellbreaker raus? Ich werde mich vielleicht ärgern, aber ich mach's jetzt. Ich weiß es nicht, vielleicht werde ich mich ärgern. Aber ich möchte gerne Druck aufbauen. Wow, Sword of Justice. Yes, yes, Kodo. Ja, wie geil, wie geil. Die beste Antwort auf so ein. Richtig geil. Jawohl, es läuft, es läuft. Put this apple on your head. Du aller scheiß Live-Juggler. Okay. Der hat also 6. Ich kann ihn auf 4 runterbringen mit dem abtauschen. Den mit da abtauschen. Ja, das mache ich auch. Der Wolf und den. Das sieht erstmal ganz gut aus. Wir haben 4, 6, ich sag mal so, zumindest mal so 6 auf dem Board. Ich hoffe es zumindest. Die haben noch 3 starke Diener in der Hand. I wonder. Drink with me, friend. For the crusade. Reporting for duty. Okay, Moment, durchrechnen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gewonnen. Get in there and fight, Maggot. Yes, 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 yes. Woll. Ja, Mann. 12. Ah, schade, Mann. Diese, aber trotzdem. Mich ärgert es noch ein bisschen, dieser eine Loser. Oh, der Schaman hat wirklich gut gespielt. Da kam ich nicht gegen an. Aber ein Traum wieder. Der Dream. 12 Wins. Und mit dem Warlock, wie gesagt, zum ersten Mal. Ja. Ich betone und möchte wirklich nochmal sagen: Schaut euch das Deck nochmal genau an.
Es war nichts Besonderes in diesem Deck. Wirklich gar nichts Besonderes. Es waren kaum Zauber drin. Man hat nicht gesehen, dass es ein Hexer war. Wirklich nicht. Ich habe kaum die Heldenfähigkeit benutzt. Und ich habe es schon so oft betont, aber man sieht hier nochmal eindeutig, zumindest in der Arena, die Diener sind das A und O und natürlich auch das Gameplay, klar. Aber die Diener haben es hier wieder gerissen und wir werden jetzt hier mal schön reinschauen, was wir hier gewonnen haben. Aber trotzdem hätte ich selber nicht gedacht, dass ich mit so einem Deck so weit komme. Ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, jetzt machen wir erstmal auf, bevor ich mich hier nach Tod sabbel. Stormforge Act in Golden ist eine sehr starke Karte, also Blade Fury, wow, da kommt das dicke Gold. Naja, nehme ich doch gerne alles mit. Ja, schön, Leute. Geil, 12 Siege hat da geklappt mit dem Warlock. Nächstes Mal geht es dann weiter mit dem Paladin oder etc. Halt die Helden, die ich noch nicht gespielt habe. Ich hoffe natürlich, es hat euch wieder gefreut. Mir hat es auf jeden Fall so viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Bye, bye. Ciao, ciao.